Stiefel, Nahrung und ein kaputtes Bärenlager. Jetzt machen wir noch das Bärenlager da oben kaputt und dann geht's zu dem Warrock-Lager weiter. Und dann kann ich meine beiden Ork-Truppen losschicken zum Aufräumen. Selbst ein Grizzlybär sollte eigentlich für die Horde an Zombies kein Problem sein. Das Problem ist, in dem Lager befinden sich noch zwei Grizzlybären. So, Hast auf Zombies, dass sie schneller angreifen. So, wir haben das Bärenlager vernichtet. Als nächstes mache ich mal einen Punkt in magische Kräfte wieder rein. Und erhöhe die Schnellzauber-Aufladegeschwindigkeit. Muss ich nur gucken, dass ich die Untoten an dem Zeug vorbeikriege, ohne es einzusammeln. Ach komm, das ist das jetzt. Ihr sollt aufhören, das einzusammeln. Ihr sollt es rausschmeißen und liegen lassen. Oh, neue Untote für uns. Okay, die Behausungen müssen wir leider platt machen. Aber wir nehmen hier alles an Untoten mit, die wir kriegen können. Erstmal die Zombies vor allen Dingen. So,
So, dann nehmen wir noch die kleinen Skelette, wenn wir sie kriegen. So. What? Really? Us? Hmm? Let's go. Who? Probably. Probably. Let's go. So, das Morok-Lager ist gleich down. Wir können mal anfangen, glaube ich, zusammenzufassen, oder? Zombie, Zombie, Zombie. Das ist ein beschworenes Skelett. Das ist nur ein kleines Skelett. Okay. Ach, du hast Zeugs. Okay. What? Really? Us? Der Wissensschriftrolle? What? Die benutzt ihr gleich mal bitte. Really? Us? Probably. Probably. Gold und Nahrung. So. Probably. Let's go. Und ja, den. Das einzelne Skelett hier, das ist ein Ork-Skelett zwar, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das können wir auflösen. Oder euch einfach mal zeigen, was passiert, wenn Skelette mit Units kollidieren. Okay, dann haben wir ein Problem. Dann gehen sie gegen uns vor. Ja, jetzt laufen die Amok tatsächlich. Das ist nicht so schön. Ein Schreckensmagier. Hm. Also ja, erstmal hole ich mir weitere Untote. Das ist nämlich nochmal eine Zombie-Behausung. Ihr sollt die nicht angreifen, ich will die nämlich haben. So, kleine Skelette noch und noch mal ein paar Zombies. Wobei die kleinen Skelette, die können wir töten. Vorausgesetzt, mein Zauber ist bis dahin nicht schon wieder aufgeladen. Aber ja, jetzt müssen wir die Orks töten, ihnen das Zeug abnehmen und neue Orks anheuern. Die dann halt alles, was wir hier so finden und plündern, in die Orkstadt bringen und verkaufen und die Quests machen.
see who's been poisoning the river. Es ist mir klar, wer den Fluss vergiftet. There's no stopping us. Our Lord is coming. The days of the living are numbered. Ja. Den hätte ich allerdings gerne. Okay, der geht nicht. Man merkt, wie stark sein scheiß Schreckensmagier sein kann. Impossible! You defeated me! To your knees, scum! I am the Dark Lord. I fail to recognize your human disguise. Please forgive me, Master. Stop poisoning the river and wait for my orders. Whatever you say, Master. Take this bottle of poison. I don't need it anymore. Yeah. I have some black blood with me. Ich habe etwas schwarzes Blut bei mir. I must store it somewhere. Ich muss es irgendwo aufbewahren. Let me take it all to the lab, Master. Ich werde alles zum Labor bringen, Meister. There is something else I wanted to tell you. Da wäre noch etwas, was ich euch sagen muss. What is it? Und das wäre? I can teleport your soldiers to your tower. Ich kann eure Soldaten zum Turm teleportieren. I might need your services later. Eure Dienste könnten mir später noch nützlich sein, ja. Ach, das ist ein beschworener Zombie. Ja, den kann ich auflösen, okay. Do you want to... Not yet. Nein, im Augenblick will ich nicht, dass du teleportierst. Im Augenblick muss ich mich nämlich um diese Orks kümmern. Und ja, Truppen zusammenfassen. So. Also meine eigenen Ork-Truppen muss ich mich jetzt kümmern. Die mich im Stich gelassen haben. Aber ja, das hatte ich nicht mehr ganz so in Erinnerung, dass das passiert. Ich dachte, sie gehen nur aufeinander los. Aber nein, ich verliere meine Truppen. Deswegen muss ich mich jetzt dieser Orks und dieser Orks hier entledigen. Alles einsacken, was ich kann. Naja, man sieht, im Nahkampf können Zombies dann wieder nichts. So, hier alles einsacken.
Mich fragen, wie es Zombies schaffen, an nix hängen zu bleiben.